Liebe Brüder und Schwestern, alle suchen dich, sagen die Apostel zu Jesus. Alle suchen dich, Herr. Suchen auch wir den Herrn? Ja, warum haben die Menschen damals Jesus gesucht? Ja, die Erklärung ist einfach. Sie liegt hier auf der Hand sozusagen. Jesus heilte alle, die an Krankheiten litten. Jesus ist der Heiland. Er offenbart sich als der Sohn Gottes, der Herr aller Mächte und Gewalten. Er hat diese Macht zu heilen, die Dämonen auszutreiben, ja die bösen Geister zu überwinden. Ja, Jesus schenkt auch uns Heilung und Heil, nicht so sehr am Leib, sondern noch viel mehr an der Seele. Ja, diese Heilungen des Leibes sollen ja nur ein Zeichen sein dafür, dass er diese Macht hat, die Menschen zu erlösen aus der Macht des Bösen, diese Macht, Sünden zu vergeben. Jesus ist die Vergebung unserer Sünden. Er heilt sozusagen die Wunden unserer Seele, die Gebrechlichkeit unseres Geistes. Ja, durch seine Menschwerdung, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz, durch seinen bitteren Tod und seine Auferstehung überwindet er den Tod, die Hölle, die Finsternis, das Böse, den Teufel und schenkt uns Anteil an seiner Herrlichkeit, an seinem göttlichen Leben. Es heißt in der Schrift, durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, Jesus lässt sich aus Liebe zu uns verwunden, um unsere Wunden zu heilen. Und er tut das, was er den Vater tun sieht. Er sagt ja, von mir selber aus kann ich nichts tun, ich tue das, was mir der Vater zeigt, weil er ganz eins ist mit dem Vater. Ja, so offenbart sich in Jesus auch diese Liebe und Güte unseres Vaters im Himmel, seine Menschenfreundlichkeit, seine Barmherzigkeit. Und Jesus schöpft immer wieder Kraft beim Vater. Wir haben es eben im Evangelium gehört. Er begegnet vielen Menschen, ja, die ganze Stadt, heißt es, ist versammelt vor der Haustür. Er heilt, er richtet auf, er tröstet. Er verkündet das Wort Gottes, das Evangelium. Aber dann geht er wieder hinein in die Einsamkeit, er zieht sich zurück. Schon bevor es Morgen wird, bevor es Tag wird, so haben wir im Evangelium gehört, sucht er die Stille, die Einsamkeit, ja, diese Gemeinschaft mit dem Vater. So gibt uns der Herr auch uns ein Beispiel, dass wir nicht nur tätig sein sollen, sondern auch immer wieder Zeiten der Stille, der Einsamkeit brauchen, der Zurückgezogenheit. Ja, wir brauchen diese Zeit für das Gebet. Noch viel mehr als Jesus brauchen wir Zeiten, wo wir hinhören können auf den Herrn, wo wir sozusagen allein sind mit unserem Vater, wo wir nachdenken können über das Wort Gottes, ja, über diesen Plan Gottes mit unserem Leben, über seinen heiligen Willen, über seinen Plan, den er auch mit unserem Leben hat. Das ist entscheidend für uns, dass wir nicht unsere eigenen Pläne, unsere eigenen Ideen verwirklichen, sondern verstehen, was Gott von uns will. Was ist sein Plan für uns, für unser Leben? Er hat einen Heilsplan mit jedem Menschen. Er hat liebende Vorsehung mit jedem Einzelnen von uns. Wir sollen nicht unsere eigenen Wege gehen, sondern diese Wege des Herrn suchen. Und das können wir nur verstehen, wenn wir beten, wenn wir hinhören auf das Wort Gottes, wenn wir nach seinem Willen fragen und ihn bitten, Herr,
zeig du mir, was ich tun soll. Wie soll ich leben? Ja, was ist dein Plan? Ja, der Herr schenkt uns seinen Geist, diesen Heiligen Geist Gottes, den wir schon in der Taufe empfangen haben, wo der Herr uns befreit hat von der Erbschuld, ja, von der Macht des Bösen, wo er uns diese heiligmachende Gnade schenkt. Ja, die Heiligung, zu der wir berufen sind. Der Apostel sagt, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Ja, auch wir sollen Verkünder sein für das Evangelium, für die frohe Botschaft. Zuerst mit unserem Leben, mit unserem Sein, mit unserem Wohlwollen, mit unserer Liebe, die der Herr in unser Herz hineingelegt hat, durch seinen Heiligen Geist. Ja, bitten wir auch den Heiligen Geist, er möge uns stärken, er möge uns erleuchten und führen, ja, uns mit seiner göttlichen Liebe erfüllen, damit wir die Kraft haben, zu verzeihen, wo wir verletzt worden sind, wo wir Unrecht erfahren haben, ja, wo wir tagtäglich vielleicht sogar Unrecht erfahren, wo wir Leid spüren, wo wir Verletzungen haben. Der Heilige Geist möge sich da hineinlegen mit seiner Salbung, mit seinem Heil und uns stärken in allen Herausforderungen und Prüfungen des Alltags, ja in unseren täglichen Pflichten, die wir als Gottesdienst annehmen können, ja die uns Weg zum Heil, ja Weg der Heiligkeit sein sollen. Ja, jeder Augenblick soll Gott geweiht sein. Das ist unser Weg, unser Auftrag. Wenn wir das im Namen Gottes tun, erfüllt von seiner Liebe, gestärkt von seiner Gnade, dann werden wir verwandelt, dann werden wir zu neuen Menschen. Dann können auch wir wie Hiob hindurchgehen durch alle Prüfungen und Dunkelheiten des Lebens. Dann werden uns auch die leidvollen Erfahrungen, ja, dann werden uns sogar Schmerz und Krankheit zum Segen, zu einer Quelle neuen Lebens. Auch das schenkt uns Jesus durch sein Leiden und Sterben, durch seinen Tod und seine Auferstehung. Ja, bemühen wir uns, wie der Apostel, allen alles zu werden, das heißt, für alle in Liebe da zu sein, uns mit allen eins zu machen, alles aus ihrem Blickwinkel, aus ihrer Situation heraus zu betrachten, mit den Augen unseres Vaters im Himmel sozusagen, mit den Augen Jesu, der uns immer nahe ist mit seiner Güte, mit seiner Barmherzigkeit und Gnade. Ja, der Vater im Himmel, er blickt uns an mit den Augen voller Liebe und Erbarmen. Er möchte unser Heil, unser Glück, unsere Freiheit, unser Leben, dass wir hindurchgehen können, ja auch durch den Tod, hin zur ewigen Heimat, hin zu seinem Vaterhaus. Ich möchte Ihnen noch erzählen von einem Heiligen, der auch wunderbar gelebt hat und Wunderbares wirkte, ja sogar nach seinem Tod. Es ist ein Zeichen für uns, für diese Macht Gottes, ja für dieses Heil, das uns Jesus schenkt. Ja, Jesus schenkt letztlich immer diese Heilung, dieses Heil, diese Befreiung. Und dieser Heilige, von dem ich spreche, an den ich denke, heißt Charbel Makhlouf. Vielleicht kennen Sie ihn, es ist ein Mönch aus dem Libanon. Ein Maronitenmönch, der 1898 am 24. Dezember gestorben ist. Er lebte in der Einsamkeit auf den Bergeshöhen in einer Einsiedelei. War eigentlich immer allein, diese letzten Jahre seines Lebens. Und es ereigneten sich nach seinem Tod unzählige Wunder an seinem Grab. Es werden bis heute über 1200 wunderbare Heilungen berichtet, die bei ihm durch seine Fürsprache geschehen sind. Er wurde 1977 von Paul VI. Heilig gesprochen. Und auch heute noch wirkt er sozusagen, ja, es wirkt der Herr durch ihn, um uns zu zeigen, dass es diese Wirklichkeit des ewigen Lebens,
ja diesen Himmel wirklich gibt, diese Herrlichkeit, die auf uns wartet. Erstaunlich ist auch, dass aus seinem Grab, aus seinem Leichnam, der unverwest ist, immer ein Öl herauskommt. Und im Laufe dieser Jahre und Jahrzehnte sind es Hunderte, wahrscheinlich sogar Tausende Liter Öl, die dieser Körper abgesondert hat, das nicht erklärbar ist. Und auch dieses Öl ist ein Instrument der Heilung, des Heils. Die Leute nehmen es mit, salben sich damit. Und auch dadurch wirkt der Herr Wunderbares. Ein Beispiel dafür, wie Gott auch mitten unter uns gegenwärtig ist. Ja, auch hier haben wir ja Maria heilt der Kranken. Auch hier in unserer Kirche ereigneten sich ja viele Heilungen. Aber nur für jene Menschen, die wirklich glauben und Vertrauen haben. Hier in unserer Kirche in Lourdes, wo auch unsere Lourdes-Grotte ein Zeichen ist. Ja, die Gottesmutter Maria, die Mutter des Herrn, die Königin aller Heiligen, sie ist ja die Quelle des Heils für uns. Gemeinsam mit allen Heiligen. Ja, rufen wir ihre Fürsprache an, ihre Fürbitte, dann wird auch uns Großes geschenkt, dann werden auch wir erfahren, dass der Herr uns nahe ist, dass der Herr die Quelle des Heils, des neuen Lebens ist. Ja, kommen wir voll Vertrauen zu ihm. Er stärkt uns, er ist unser Licht, er überwindet alle Dunkelheit der Sünde und des Todes, der Traurigkeit, der Hoffnungslosigkeit und macht uns zu seinen Zeugen, ja zu glaubwürdigen Zeugen für seine Auferstehung, für das Evangelium. Amen.